Und somit moin moin und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. In diesem Video nehme ich dich wieder eine Woche mit auf meinen Baustellen, daher viel Spaß beim Video. So, es ist Dienstag, wir haben es jetzt 6:30 und ich muss einmal kurz mein Autoschirm machen. Ihr seht, wie es aussieht. Das nervt mich, ich bekomme nichts mehr rein und nichts mehr raus hier. Daher muss ich hier einmal kurz aufräumen, bevor es dann zur Baustelle geht. Ein paar Sachen ausladen, ein paar Sachen einladen. Aber ja, es ist halt einfach keine Ordnung gerade im Auto drin. Es geht mir tierisch auf den Keks. Daher einmal schnell ein bisschen Ordnung schaffen, damit ich dann wieder auf die Baustelle fahren kann. So, letzte Teil ist jetzt auch oben, die Gärungssäge, die habe ich gestern gebraucht, ich habe gestern ein bisschen Stuck gemacht, werdet ihr aber gleich noch sehen, was ich meine. Da muss ich nämlich heute noch hin und Kalkmarmorputz einmal vorbereiten. Des Weiteren habe ich hier gestern noch ein Stück Heizkörper lackiert. Da. Wer war vorher weiß, der Kunde wollte eigentlich einen schwarzen haben, aber momentan einen schwarzen Heizkörper zu bekommen, sagt er, ist sehr schwer. Dreiviertel Jahr Lieferzeit für den, den er haben wollte und zudem auch noch sehr teuer. Er meinte, da ist es wohl günstiger, wenn ich den lackiere. Das werden wir dann mal sehen. Keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt mit so einem Preis. Ich lackiere ihn jetzt einmal durch. Das Ganze mache ich wieder mit dem Heizkörperlack von Jäger, den Jäger Plus. Ich habe den hier also auf dieser coolen Konstruktion hier gebaut, damit ich den im Stehen lackieren kann. Ich wusste sonst nicht gestern, wie ich das machen sollte. Ich muss ihn heute noch einmal umdrehen und dann von unten, weil ich kam da unten natürlich von unten nicht ran. Aber gut, ich fahre jetzt los, noch mal kurz zur Mega, noch ein, zwei Sachen besorgen und dann geht's auf zur Baustelle. So, auf der Baustelle angekommen, auf der ersten, wo wir fast fertig sind. Habt ihr vielleicht auch meine Insta-Story gesehen oder auch das Video Speedfiller. Das sind nämlich die Wände hier, die wir mit dem Speedfiller gemacht haben. Und wenn man mal so guckt, ah ja, sind schön glatt geworden. Also Kunden sind auch sehr zufrieden. Hier oben die Decke mit den Holzbalken dazwischen. Also wie gesagt, Erdgeschoss ist eigentlich soweit fertig. Hier ist dann das Wohnzimmer. Auch schön fertig, alles fertig gestrichen. Ich muss gleich noch im Badezimmer nachträglich worden. Hier nämlich, die fugenlose Optik hier gemacht. Also hier kommt ja das Waschbecken hin. Und an den Rändern muss ich jetzt noch einmal abkleben, um dann einmal weiß nachzustreichen, dass ich eine schöne scharfe Farbkante habe. Genauso da, wo die Toilette hängt, auch nochmal nachträglich gemacht worden. Fugenlose Optik. Oben im Badezimmer mache ich ja die ganze Dusche. Also nur die Wände, nicht den Boden. Da sind Fliesen. Ja, so sieht das Ganze hier aus. HWR-Raum auch fertig. Gefällt mir sehr gut. Da hinten hängt noch Kreppband. Perfekt. Wir sind jetzt noch oben bei, dann müssen wir noch das zweite Mal streichen alles und wie gesagt noch die Dusche machen, dann sind wir oben soweit auch durch. Ich gucke gleich als allererstes mal die Wände durch, ob noch irgendwie irgendwo was nachgespachtelt werden muss. Fangen wir auch an durchzustreichen, das Badezimmer hängt ein bisschen hinterher. Da schleift der Kollege gleich erst noch mal ein bisschen durch, um dann zu grundieren, damit wir dann auch die Decke weißen können, aber das zeige ich euch mal. So, wie sieht das Ganze hier oben aus? Dieser Raum ist jetzt fertig gestrichen, wir haben hier oben nur so kleine Stellen, die abgeplatzt sind vom Kreppband abziehen, aber es sind nur pro Raum, also das ist der erste Raum, hier ist eine und hier oben ist noch eine kleine Stelle. Ein bisschen ärgerlich, aber es wird nachgearbeitet. Der Raum ist jetzt fertig gestrichen, dann gehen wir daher und streichen vielleicht den Raum hier. Badezimmer, wie gesagt, hängt ja ein bisschen hinterher. Da müssen wir Decke jetzt einmal weiß, ein, zwei Stellen nachspachteln, einmal versiegeln und dann kommt diese Wand hier einmal komplett fugenlos und die Wand komplett fugenlos. Hier oben machen wir dann so einen kleinen Cut hin zur Wandfarbe. Und halt hier drin in der Dusche halt auch einmal komplett fugenlos, außer wie gesagt der Boden, der ist gefliest worden. Sowas hier, ne? Zucker. Macht Spaß, sowas abzudichten. Aber da gehe ich dann auch noch bei und habe hier extra die ganzen Ecken, die da reinkommen, dies, das. Des Weiteren streichen wir noch den Flur fertig und dann haben wir noch das letzte Zimmer hier. Das größte Zimmer, das streichen wir heute noch fertig und dann ist hier oben einmal alles schön fertig gestrichen. Ein paar Ausbesserungsarbeiten dann noch. Und dann nur noch das Bad und dann ist die Baustelle hier abgehakt. Aber dann geht es auch gleich weiter zur nächsten Baustelle. Das ist ein Haus, da wurde angebaut, da sollen wir auch noch bei. Und ich muss heute auch noch, wie gesagt, Kalkmarmorputz spachteln. Also heute wird ein etwas längerer Tag. Ich habe heute Morgen meine Uhr vergessen, perfekt. Also ich denke mal, dass wir, also wir jetzt haben, wir es 11:45. Ich denke mal, bis 15 Uhr sind wir noch beschäftigt. Und dann fahre ich halt hin und muss noch Kalkmarmorputz machen. Wir fangen jetzt an. Nee, Quatsch, wir machen erstmal Mittag. Und dann fangen wir an, weiter zu streichen. Und da klingelt das Telefon. Malermeister Andi.
Ja, hier möchte ich euch zeigen, dass wir alles fertig gestrichen haben, außer den Flur. Den machen wir am nächsten Tag, gleich am Morgen. Und dann ist das Erdgeschoss, beziehungsweise das Obergeschoss, nicht das Erdgeschoss, das Obergeschoss soweit abgeschlossen, außer natürlich das Badezimmer. So, ich bin jetzt hier im kleinen Badezimmer angekommen. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Und ich spachtle jetzt allererstes die dunklen grauen Töne, also den dunkelgrauen Ton, Kalkmarmor, an die Wand, einmal drehen und an dem kleinen Stück. Und hier kommt dann Stukovencolor hin, das ist dann mit Mineralstück, das soll dann ein bisschen heller. Das mache ich jetzt allererstes, damit ich den Grauton fertig bekomme. Ich hoffe, dass ich den Grauton heute fertig bekomme. Ich muss mal gucken, wie schnell das trocknet, damit ich morgen das helle machen kann. Die Decke muss ich auch noch den Stuck spachteln, die ganzen Ecken. Aber die Stecke streiche ich dann im Nachhinein, weil ich muss sowieso immer noch mal hier gespachtelt habe, muss ich das hier immer noch mal nachversiegeln und noch mal nachstreichen, also auf den Kalkmarmorputz abkleben, damit ich eine schön scharfe Farbkante habe. Weil eine scharfe Farbkante zu spachteln, weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es hinbekommt. Aber ich gehe immer noch mal mit Farbe drauf, dann ist man auf der sicheren Seite und sieht es auch sehr gut aus. Also da mache ich mir jetzt an, ich rühre mir jetzt, beziehungsweise ich mache einmal sauber, der Fliesenleger war nämlich hier und hat es so hinterlassen. Das mache ich einmal Schierdeck neu ab und dann lege ich los. Der erste Gang ist jetzt gespachtelt, der kann jetzt vernünftig durchtrocknen. Eigentlich sollte er nicht ganz durchtrocknen, eigentlich war der Plan, dass ich jetzt so lange hier bleibe, bis er angezogen ist. Man sieht es vielleicht auch schon an den hellen Stellen, aber das dauert bestimmt noch eine Stunde oder anderthalb. Wir haben es jetzt 4:45, die Nähte von dem Stuck sind auch alle gespachtelt. Dann lasse ich das jetzt durchtrocknen, morgen muss ich dann einen Schlag reinhauen beim Spachteln, weil Kalk auf Kalk zieht sehr schnell an. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Ansätzen, aber ist nicht das erste Mal. Ansonsten kann man die auch einmal leicht feucht machen, sehen wir aber morgen. Ich fahre jetzt noch auf zum nächsten Kunden, denn da muss ich noch ein bisschen Silikon machen, dafür mich nicht. Aber danach fahre ich nochmal in die Werkstatt, denn da muss ich noch einen Heizkörper zu Ende lackieren. Und dann ist für mich auch endlich Feierabend. Also sehen wir uns gleich nochmal in der Werkstatt, dann könnt ihr nochmal den Heizkörper ansehen. Ich bin jetzt bei der Werkstatt angekommen und so sieht der Heizkörper aus. Vielleicht habt ihr es auch mal in Insta-Story gesehen, dass ich mir hier so eine coole Halterung gebaut habe. Weil mir war wichtig, dass ich ihn im Stehen lackiere und nicht irgendwie hinlege. Und da oben Schraube abgedreht, den Bügel für die Rolle reingesteckt und dann ist gut. Jetzt drehe ich den ganzen Heizkörper einmal um, weil so bin ich natürlich nicht ganz. Also hier ist schon gut gedeckt, wenn man sich das mal so anguckt. Aber natürlich ganz da unten bin ich jetzt nicht rangekommen. Daher Heizkörper nochmal umdrehen, das Ganze nochmal und dann ist der Heizkörper fertig. Und ja, also ich würde sagen, der sieht aus wie gekauft. Also ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Bin überall schön in die Ecken reingekommen, also da kann man auf jeden Fall nicht knurren. Ich mach mich ran. So, das Ganze mache ich wieder mit dem Heizkörperlack von der Firma Jäger. Ich habe ja schon mal Videos darüber gemacht, verlinke ich euch mal oben in der Infobox. Heizkörper ist fertig lackiert, ich fahre jetzt nach Hause ins Büro, mache da noch ein bisschen Sachen, die man im Büro halt machen muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Für euch ist es gleich, für mich ist es morgen. Ja Freunde, wie gesagt, für euch war es halt nur eine Sekunde. Ne? Wir haben es jetzt wieder früh am Morgen. Mensch, guck mal, ich kann noch nicht mal richtig reden. Wir haben es jetzt 6.44 Uhr. Ich bin wieder bei der Werkstatt, einmal kurz ein bisschen wieder was ausladen. Nie jeden Morgen, ne? Man kommt, man lädt aus, man lädt ein. Ihr kennt es wahrscheinlich. Was raus muss, ist auf jeden Fall die große Leiter, die brauche ich nicht mehr. Den Müll, den ich rausgebracht habe. Und mit muss eigentlich nichts, außer Farbe von der Mega. Ja, ich habe hier noch so ein paar, was heißt ein paar? Ein paar mehr Muster liegen hier, die sind alle für den lieben Herrn Gebauer, die an die Decke ran sollen oder auch nicht oder doch oder wir wissen das alles noch nicht so genau und mal gucken und wegen dem Budget und Wandpaneele ja, Wandpaneele nein, welche Techniken, also da müssen wir noch viel gucken und viel schauen und ihr merkt, es ist noch sehr früh am Morgen und dieses Thema ist noch lange nicht vom Tisch, aber gut, ich lade erstmal aus, fahre dann zur Mega und dann geht's wieder auf zur Baustelle. Dann müssen wir nur noch den Flur streichen und dann fahre ich wieder zum Kalkmarmorputz in das Badezimmer, um da weiterzumachen.
Und der junge Mann streicht dann im Badezimmer weiter. Wieso sage ich immer junge Mann? Connor ist auf der einen Baustelle, da werde ich heute fertig. Vielleicht kann ich euch ein paar Eindrücke zeigen, was er tapeziert hat. Und ich habe noch einen von der Zeitarbeitsfirma, der mich da unterstützt, weil halt ich Unterstützung brauche und anders nicht funktioniert. Ja, aber der möchte nicht gezeigt werden oder den habe ich auch nicht gefragt und das werde ich auch nicht. Der arbeitet einfach schön vor sich hin und macht das, was er soll. Einfach die Malarbeiten, Tätigkeiten und ich hier mache die Kameratätigkeiten. Und ach, was rede ich überhaupt? Ich fange jetzt an hier. So, ich bin jetzt wieder im Badezimmer. Kalkmarmorputz, wie gedacht, komplett durchgetrocknet. Wäre schöner gewesen, wenn ich das gestern noch gemacht hätte, aber dann hätte ich hier um 19 Uhr noch gestanden. Aber ist auch kein Problem, kriegen wir locker hin. Dann spachtle ich jetzt den zweiten Gang, dann kümmere ich mich oben um die Stöße, die schleife ich einmal, dann streiche ich die Decke einmal und dann kümmere ich mich um die gegenüberliegende Seite, denn da kommt ja der Farbton Bianco hin. Und dann werde ich morgen noch einmal abschließend die Decke noch mal streichen und dann ist die Baustelle auch schon wieder abgehakt. Also legen wir los, let's go, 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 go! So, die ersten beiden Wände haben jetzt den zweiten Spachtelgang bekommen und wie gesagt, zieht sehr schnell an, aber lässt sich auf jeden Fall sehen, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus, ist auch schön glatt, schön verpresst, das merke ich nämlich perfekt durch meine Handschuhe. Und jetzt mache ich mich dann das letzte Stück daran, das. Und das Problem ist bloß, ich habe nur so viel Masse, ich hoffe, das reicht. Ich habe nämlich nichts mehr. Ansonsten muss ich einen zweiten Farbton nehmen, Asti, heißt der, ist ähnlich wie Loft, nämlich Loft spachtel ich gerade. Aber ich hoffe, das reicht. Mal schauen. Und dann, wie gesagt, geht bei der Decke bei. Weiter geht's. So, junge Lüd, Badezimmer bin ich erstmal durch hier. Ich habe ja die Wand noch komplett gespachtelt. Hier sind ja überall so Goldmineralien drin. Ne? Fokus, so sieht das Ganze aus. Auch schön verpresst. Ja, ist fertig. Die Decke habe ich sogar auch schon einmal vorgestrichen. Außer die Kante unten beim Stuck, die noch nicht, weil mir das noch zu frisch ist. Aber das mache ich morgen früh schnell mal. Einmal schnell abkleben. Den Stuck nochmal streichen, Decke nochmal streichen, dann bin ich soweit durch. Das Einzige, was der Kunde noch haben möchte, ist, es nennt sich Silikatglas. Ist so ein transparenter Schutz für Marmorputz, den trage ich einmal überall auf, damit ich Silikon machen kann, genauso wie hinterm Waschbecken. Dann hat das nämlich wie so ein Perleffekt wie bei den Enden, dann läuft das Wasser einfach so runter. Und Zahnpasta und Seifenreste gehen nicht in den Kalk-Zementputz rein. Und an den Fußleisten auch nochmal Silikatglas. Und dann kann ich da auch nochmal vernünftig Silikon machen. Das wollte er jetzt gerne, weil der Fliesenleger nicht die Fugen gefüllt hat. Und ich wollte das auch nicht mit Kalk-Zementputz füllen, weil dann reißt es halt schnell Kacke aus. Ja, das mache ich aber erst, wenn der Kunde wieder da ist, weil der fliegt jetzt in Urlaub. Ich fahre jetzt auf zur Baustelle, wo Connor fertig geworden ist, da Anhänger ankuppeln, vollladen, dann fahre ich zur Werkstatt, ausrollen, einräumen, weil wir morgen eine neue Baustelle anfangen. Dann nochmal zur anderen Baustelle, um da nochmal einzuräumen, was wir morgen bei der anderen Baustelle brauchen und so weiter und so fort. Let's go! Ja, Freunde, ich bin bei den Garagen angekommen und der Anhänger sieht so aus. Schön vollgestopft, den werde ich jetzt noch ausräumen. Wir haben es jetzt Viertel nach fünf. Dann werde ich den auch so weit packen, dass wir morgen früh gleich zur Baustelle können und da loslegen können. Also sprich das richtige Material da rein, denn da bleibt der Anhänger wieder vor Ort stehen. Und ja, das mache ich jetzt und dann habe ich auch endlich Feierabend. Ja, Freunde, ich bin bei den Garagen angekommen und der Anhänger sieht so aus. Schön vollgestopft, den werde ich jetzt noch ausräumen. Wir haben es jetzt Viertel nach fünf. Dann werde ich den auch so weit packen, dass wir morgen früh gleich zur Baustelle können und da loslegen können. Also sprich das richtige Material da rein, denn da bleibt der Anhänger wieder vor Ort stehen. Und ja, das mache ich jetzt und dann habe ich auch endlich Feierabend. Der Anhänger ist jetzt gepackt, wir haben es jetzt kurz vor sechs. Ich mache jetzt Feierabend, ich fahre jetzt nochmal schön zum Dönermann und werde mir schön Dürüm gönnen. Den werde ich mir da rein verzwirbeln und dann werde ich noch vor den Rechner gehen und genau dieses Video zu Ende schneiden. Wenn du bis dahin dran geblieben bist, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, Hashtag später Feierabend für den Algorithmus einfach. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass du bis dahin dran geblieben bist. Wenn dir das Video auch gefallen hat, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen nach oben freuen. Kanal kostenlos abonnieren, wenn du Bock hast, wenn nicht, dann nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns sonst zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute. Und einen angenehmen Sonntag noch.